Justus! Titus! Ja, doch. Nun kommt doch schon. Ja, ja. Oh, was ist denn, Mathilda? Die Waschmaschine ist kaputt. Was? Alles voller Wasser. Die ganze Küche schwimmt. Oh nein. Justus! Schnell, aufwachen! Feuerwehralarm! Ja, beeil dich. Komm ja schon. Bin schon da. Sieh dir das an, Justus. Oh, Mist. Hier schwimmt ja alles. Ja, an der Waschmaschine ist irgendetwas geplatzt. Die müssen feudeln und wischen. Hier, nimm diesen Lappen. Oh nee, jetzt bin ich wach. Ach, dass man aber auch immer nur Ärger hat mit diesen Dingern. Allmählich frage ich mich wirklich, ob ich nicht zur guten alten Handwäsche zurückkehren sollte. Das hat wenigstens zuverlässig geklappt. Ich glaube, diesmal ist die Waschmaschine endgültig hinüber. Die kann selbst ich nicht mehr reparieren. So, jetzt ist alles wieder einigermaßen trocken. Dafür ist dein Schlafanzug aber pitschnass. Da draußen kommen übrigens deine beiden Freunde. Stimmt. Peter, Bob, wir sind alle in der Küche. Nicht so laut, wie peinlich. Schlafanzug. Hi, Justus. Tag. Hallo zusammen. Guten Morgen, ihr beiden. Just, alles okay? Schicker Schlafanzug. Wir hatten lediglich eine winzige Überschwemmung in der Küche. Genau. Und ihr beide bleibt draußen, bis alles wieder ganz trocken ist. Und du, Titus, kaufst uns sofort eine neue Waschmaschine. Aber Mathilda, so eine Maschine ist teuer. Egal. Was sein muss, muss sein. Dann müssen wir eben an die Notreserve. Warte. Hier hinten im Küchenschrank. So. Was ist denn im kleinen Beutelchen? Die Goldmünzen hatte ich ganz vergessen. Goldmünzen? Genau. Von den 4 Stück müssen wir uns nun leider trennen. Aber für so einen Notfall waren sie ja gedacht. Die schönen Double Eagles. Double Eagles? Hört sich spannend an. Was ist das? Ich fahre damit jetzt in die Stadt zum Münzhändler und dann kaufe ich eine neue Waschmaschine. Ihr könnt mitkommen. Dann erzähle ich euch unterwegs von den Goldmünzen. Klar, da sind wir dabei. Wir kommen mit. Sehr gut. Dann habe ich gleich jemanden zum Tragen der Waschmaschine. Ach, Münz Corner. Münzenecke. Im schmalen Schaufenster sah man eine tellergroße Kopie eines alten Geldstücks. Daneben wurden hunderte von Münzen ausgestellt. Dann mal rein da. Auch im Inneren lagen viele verschiedene Münzen in verschließbaren Glasvitrinen zur Schau ausgestellt. Da sind antike griechische Münzen. Und hier sind alte Silbermünzen. Silber soll das sein? Ja. Die sehen aber hässlich blau und schwarz aus. Ja, die haben bestimmt lang im Wasser gelegen, wenn sie so dunkel geworden sind. Hinter der Ladentheke erschien plötzlich ein blonder junger Mann in einem dunkelblauen Anzug. Ja, das stimmt mit den Silbermünzen und dem Wasser. Das Silber oxidiert, eine Art Rost. Und angeblich funktioniert die Oxidation auch, wenn man die Münzen in einen Misthaufen legt. Igitt! Ich habe es aber noch nie ausprobiert. Mein Onkel Edward hat mir nur irgendwann mal erzählt, dass Fälscher früher so gearbeitet haben, um den Münzen die richtige Patina zu verleihen. Oxidation? Patina? Das ist ja schlimmer als in der Schule. Oxidation tritt ein, wenn Metall mit Sauerstoff reagiert und dadurch seine Farbe verändert. Und Patina bedeutet nichts anderes, als dass etwas so alt aussieht, wie es ist. Weil Fett und Staub und Schmutz auf der Oberfläche haften. Und diese kann man natürlich auch künstlich erzeugen, um etwas, das in Wirklichkeit neu ist, ein altes Aussehen zu verleihen. Deswegen sprach Ihr Onkel doch wohl von Fälschern, oder? Wie gesagt, mein Onkel hat es mir so erzählt. Ja, Onkel? Ist denn Mr. Augustus nicht da? Er ist leider im Krankenhaus. Nichts Schlimmes, aber es wird noch einige Tage dauern. Ich bin George Forger und vertrete ihn während seiner Abwesenheit. Jonas, Titus Jonas, sehr erfreut. Wünschen Sie Ihrem Onkel bitte gute Besserung. Also, wie kann ich Ihnen behilflich sein? Herr, hier, warten Sie, in diesem Beutel. Die wollte ich gern verkaufen. Oh, einige Double Eagles.
Warten Sie. Meine Lupe. Ja. So. Das sind 1922er Stücke. Wie alle Doppeladler enthalten sie zu 90% Gold und 10% andere Metalle. Die Prägung wurde von Auguste Saint-Gaudens entworfen. Ja, wegen des nicht ganz frischen Erhaltungszustandes kann ich Ihnen pro Stück $600 bieten. Na, sagen wir 620. Einverstanden. Und wenn Sie sich selber in die Höhe handeln, sollen mir auch $620 recht sein. Ich verlasse mich auf Sie wie auf meinen alten Freund Edward. Sie werden keinen Grund zur Beanstandung finden, Mr. Jonas. Seht ihr, Jungs, so problemlos verlaufen Geschäfte unter vertrauenswürdigen Menschen. So, und jetzt müssen wir uns beeilen, sonst sind alle Waschmaschinen verkauft. Kurz darauf verließen die drei Fragezeichen und Onkel Titus das Münzgeschäft und gingen zum Pickup. Mein Handy? Ja? Mathilda? Ja? Was? Nein, wir waren schon bei Mr. Augustus und wollten jetzt die Waschmaschine kaufen. Ja, alle verkauft. Was? Na gut, so viel Geld brauche ich auch nicht für die Waschmaschine. Okay, ich versuche es. Was wollte Tante Mathilda? Mathilda möchte gerne eine der Münzen als Andenken an unseren Schatzfund behalten. Passt auf. Ich hole jetzt schnell die Waschmaschine und ihr bittet den Neffen von Mr. Augustus, euch einen... Ich bin Titus Jonas' Neffe. Ah, der Neffe vom guten Titus. Wie geht es ihm? Danke, gut. Mein Onkel lässt Sie grüßen. Er hat gestern bei Ihnen im Laden einige Münzen verkauft und dabei erfahren, dass Sie im Krankenhaus liegen. Nichts Schlimmes. Nur eine leidige Entzündung. Das wird schon wieder. Aber deswegen schicken Sie euch alle drei extra zu mir? Nicht ganz. Es geht auch darum, dass mein Onkel aus Versehen eine Münze zu viel an Mr. Forger verkauft hat. Aber dieser wollte auf keinen Fall das Geschäft rückgängig machen. Und wir fragen uns, warum es so schwer sein soll, ein Double Eagle von 1922 zurückzunehmen, da er doch der am wenigsten wertvolle ist. Da habt ihr aber gut recherchiert. Wir interessieren uns für alles Rätselhafte, Unverständliche und Geheimnisse aller Art. Und genau das ist hier der Fall. Wir dachten, vielleicht könnten Sie uns sagen, was der Grund für dieses Missverständnis sein könnte. Aquile non volandum est. Wie bitte? Was? Aquile non volandum ist. Mr. Augustus? Was soll das? Der verdreht die Augen. Aquile non volandum est. Hallo? Aquile non volandum est? Ich schreibe mir das mal auf. Mr. Augustus, was bedeutet das? Hallo? Der ist völlig weggetreten. Hallo? Mein Neffe ist ein guter Junge. Er hat nur getan, was ich ihm aufgetragen habe. Es ist wirklich außerordentlich wichtig, seine Kunden niemals zu verärgern. Aber Titus Jonas ist doch auch ein Kunde. Schon. Aber jemand hatte seit langem einige Double Eagles von 1922 gesucht. Mein Neffe hat ihn nur informiert und das Geschäft abgeschlossen. Es tut mir leid, dass es ausgerechnet für euren Onkel schlecht war. Sagt ihm das bitte. Sobald ich einen neuen 1922er Doppeladler bekomme, kann ich ihn gerne sofort von mir erhalten. Danke. Und jetzt bin ich müde. Gehen wir. Ja, wir fahren zurück zum Schrottplatz.